Dankeschön. Vielen Dank. Danke, danke. Meine Damen und Herren, der Missbrauch der Sozialhilfe wird immer mehr zu einer Art Volkssport. Ja, die meisten, die von der Stütze leben, sind ja in Wirklichkeit recht betuchte Mitbürger. Ja, die deutschen Beamten brauchen also nur ihren legendären, scharfsinnigen Instinkt einzusetzen, um die echten von den falschen Sozialhilfeempfängern zu unterscheiden. So einfach ist das. So. Inanspruchnahme von unberechtigten Sozialleistungen, zunehmender Missbrauch, verstärkte Kontrollen. 2/3 aller Sozialhilfeempfänger in Wirklichkeit Millionen. Das habe ich doch mal gesagt. Aber nicht bei mir. Nicht in Zimmer 412a. Von L bis P wird es keinen Missbrauch geben. Die 856 mit dem Zimmer 412a. Aha, da kommt ja schon der nächste Millionär. Na dann mal hereinspaziert. Herr Onassis oder Lady Rockefeller. Mal gucken, ja. Schönen guten Tag. Ja? Ich bin doch hier richtig im Zimmer 412a. Ja, das kann schon sein, ja. Nehmen Sie mal Platz, wenn Sie das noch können, ja? So. So, bitteschön, ja. Sie wollen eine Sozialhilfe beantragen, ja. Warum verkaufen Sie nicht erstmal Ihre Aktien? Oder sagen wir mal, die Yacht in Saint-Tropez? Oder Ihr Anwesen auf Malibu? Malibu? Ich hatte meinen Wellensittich, aber der ist schon lange tot. Macht also einen auf naiv, die Alte. Naja, aber nicht mehr. Sie brauchen also Geld. Ja, bitte, wenn Sie so freundlich wären. Na, kennen Sie nicht den Spruch, wenn Sie Geld brauchen, brauchen Sie ein Los der Fernsehlotterie? Aber junger Mann, so ein Los kann ich mir doch gar nicht leisten. Denn das wollen wir erstmal rauskriegen. Ich habe nämlich zufällig eben aus dem Fenster gesehen, wie Sie draußen vor dem Amt aus einem ganz schicken Rolls-Royce ausgestiegen sind. Aber nein, unmöglich. Ja, und wem soll der Schlitten da unten gehören? Ich hab keine Ahnung, aber vielleicht diesem netten jungen Mädchen aus Düsseldorf. Die habe ich mal im Fernsehen gesehen, die fährt sowas. Meinen Sie die Claudia Schiffer? Ja, genau die. Jetzt haben Sie aber verraten, Frau Schiffer. Ihre Maskerade kann mich nicht täuschen. Aber ich bin doch nicht die Claudia Schiffer. Können Sie es beweisen? Aber ja, schauen Sie doch in meinen Ausweis. Ich bin doch Müller, Agnes Müller. Aha, Müller. Da sind Sie also verwandt mit dem Pharma-Giganten Müller und Müller. Und das sind ja bekanntlich Multimillionäre. Aber, junger Mann, solche Leute kenne ich wirklich nicht. Na, 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 hier. Ziehen Sie mal die Strümpfe aus. Warum denn das? Na, warum wohl? Weil ihr alten Leute doch eure dicken Geldbündel immer in den Strümpfen versteckt. Ich kenne doch eure Tricks. Muss das sein? Sie wollen doch Geld, oder? Da kann man doch wohl mal die Strümpfe ausziehen. Andere Leute ziehen für Geld noch ganz was anderes aus, Oma. Da müssen Sie mir aber helfen, alleine kann ich nicht. Nee, gut, lassen wir das. Dankeschön. Ich glaube Ihnen. Ich glaube Ihnen, dass Sie Ihre Vermögen nicht in den Strümpfen durch die Gegend schleppen. Ich glaube, dass Sie viel raffinierter sind. Aber so clever wie Ihr Finanzjongleure und Spekulanten ist der deutsche Beamte schon lange. Mal angenommen, ein Einbrecher schleicht sich in Ihre wunderschöne Jugendstil-Villa am See. Da müssen Sie mich verwechseln. Ich wohne Parterre, zweiter Hinterhof links. Versuchen Sie nicht, mich aus dem Konzept zu bringen. Ja, also, ein Einbrecher bricht in Ihre Wohnung ein, schleicht sich ganz leise in Ihr Schlafzimmer, öffnet ganz vorsichtig die Schlafzimmerschranktür, durchstöbert die Bettwäsche und was findet er da? Na, Bettwäsche. Bettwäsche, ja, natürlich, ja. Und sonst ist da nichts, ne? Mal ehrlich, ne? Na ja, ein bisschen ist da schon noch was. Aha, ich höre. Mottenkugeln. Ja, die Alte hat sich ja faustig hinter den Ohren, also. Natürlich, ja. Und da sind ja auch keine dicken Geldbündel zwischen den blühten, weißgestärkten Bettlagen, nicht? Weil sie die ganze Knete nämlich im Safe versteckt haben. Ja. Wovon reden Sie denn, Chef? Weiß gar nicht, was Sie meinen. Ach, ich verstehe, Sie meinen das, was die jungen Leute machen sollen mit dem Gummiding, damit sie sich nicht anstecken. Sie halten sich für besonders clever, was? Ja, nee. Sie machen das ganz anders. Sie haben Ihr Geld nicht zu Hause rumliegen. Nein, nein.
Sie operieren mit Strohmännern und Scheinfirmen. Aber eins haben Sie dabei übersehen. Ja, was denn? Dass ich Sie nämlich im Fernsehen gesehen habe. Im Börsenbericht. Da standen Sie mitten im Parkett und haben gekauft und gekauft, was das Zeug hält. Wie, was? Börse, Sie können gerne in meine Geldbörse reingucken. Ja, da sind nur ein paar Mark drin, mehr habe ich nicht. Ach, Sie an. Da sind Sie mir ja zu guter Letzt doch noch ins Netz gegangen. Aber wieso? Da sind doch nur 20 Mark drin und ein kleines Andenken an früher, an den schwarzen Freitag. Da haben wir alles verloren damals. Ja, von wegen Millionären. Da habe ich eine der reichsten Frauen des Landes erwischt. Sie wollen Sozialhilfe beantragen und haben 1 Milliarde Mark in der Also man glaubt ja gar nicht, wie viel Arbeit ausgerechnet Arbeitslose machen. Und die am meisten machen, also Arbeit, ja, die Dauerarbeitslosen, das sind dann auch noch die Undankbarsten. Ja, was ist? Entschuldige Sie, da ist der Meinrad da. Frau Meinrad, soll reinkommen, ich schon wartet auf ihn. Rein! Grüß Gott, Herr Meinrad. Kleines Moment dann noch. Gleich sind wir dran, gell? Sie können schon Platz nehmen, Herr Meinrad. Ich muss nur noch hier schnell meine Sach versorgen. So, haben wir das. Meinrad, Helmut, Jahrgang 44, arbeitslos gemeldet seit. Oh, Herr Meinrad, müssen wir auch bald Abschied nehmen, gell? Sozialamt übernimmt Sie. Ja. Was haben wir da noch? Ja, was ist jetzt das, Herr Meinrad? Wir haben ja ein kleines Jubiläum heute. Ihr 50. Psychle bei mir hier. Gerade heute auf der Tag. Haben Sie das gewusst eigentlich? Hätten Sie mir vielleicht sogar ein kleines Präsentle-Überraschung mitgebracht, Herr Meinrad? Ja, nein, das ist, war nur ein Spaß, nicht wahr? Ja, und ich sehe gerade, Sie haben nicht ein einziges Mal unentschuldigt gewählt, Herr Meinrad. Sehr brav, muss ich sagen. Und außerdem, Ihre Hausaufgabe haben Sie abgegeben letzte Woche. Einwandfrei. Die Bewerbung zum ersten Mal ohne Tippfehler. Herr Meinrad, was sagt's denn? Ne? Übung macht den Meister. Tippen Sie mir bitte noch einmal sauber ab, Herr Meinrad. Dann machen Sie mir ein kleines Rändle. Sagt mal sauberes Rändle, 4,5 cm beidseitig beim Lebenslauf, 5,5. Ne? Freut sich der Arbeitgeber. Ja, so, da könntet man eigentlich Schluss machen. Halt, neu, halt. Moment mal, Herr Meinrad. Hier. Einführungskurs EDV für Senioren. Sagt Ihnen das was? Auf das Antragsformular warte ich seit 4 Wochen. Gell? Das geben Sie mir ab, das möchte ich, dass Sie den Kurs noch mitmachen, Herr Meinrad. Ja, aber jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen was Persönliches. Herr Meinrad, ich hätte Sie ein bisschen vermisst bei unserem Wochenendseminar Positives Denken und Persönlichkeitsentwicklung. Ich hätte mit Ihnen gerne mal ein Viertel getrunken, Herr Meinrad, muss ich ehrlich sagen. Gell? Hätte mit Ihnen angestoßen, nicht wahr, auf Ihr 50. Zügle. Ich bin kein Unmensch, Herr Meinrad, und ich muss Ihnen sagen, Sie sind mir in der Zeit schon ein bisschen ans Herz gewachsen, nicht wahr? Wie sind Sie? Herr Meinrad, es ist so, vielleicht müssen Sie, aber verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, vielleicht müssen Sie ein bisschen härter mit sich selber werden. Herr Meinrad, Sie sind doch ein Mann, nicht wahr? Sie sind ein Mann, Herr Meinrad. Gucken Sie der Situation ins Auge, nicht wahr? Und dann sagen Sie sich so, jetzt zieht mir einen Schlussstrich unter das bisherige Leben, gebt uns einen Ruck, nicht wahr? Und, Herr Meinrad, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, das ist normal, nicht wahr? Da lassen wir den Kopf nicht hängen, da wird es nochmal versucht. Positiv denken, Herr Meinrad, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Oh, Herr Meinrad, jetzt haben Sie mir aber gescheit rausgebracht hier. Schicken Sie mir doch bitte den Korski rein. Guten Tag, Herr Polizeirat. Korski, bitte setzen Sie sich. Jawohl, Herr Polizeirat. Sie wollen eine Beschwerde vortragen, Korski? Jawohl, Herr Polizeirat. Sorgen Sie doch einfach Wegner zu mir. Einfach Herr Wegner. Jawohl, Herr Polizeirat. Wegner. Wegner. Und bleiben Sie sitzen, Korski. Sitzen. Bequem. Bequem. Wir sind doch keine Unmenschen. Hm? Gut. Sie wollen sich also beschweren, Korski. Ja. Und Sie haben sich das auch gut überlegt? Ja. Und Sie wollen sich das auch nicht nochmal überlegen? Nö. Warum wollen Sie sich denn beschweren? Na, weil wir ja keine Unmenschen sind, nicht?
Bitte? Wissen Sie, also, bei uns auf der Wache, ja, da kommt es ja manchmal vor, dass irgend so ein Fremdarbeiter oder so ein paar Hände in den Löffel kriegt oder so. Korski, Fremdarbeiter hieß das früher, heute heißen die Gastarbeiter. Oder so, ja. Und die kriegen bei uns auf der Wache eben manchmal ein paar hinter die Löffel oder so. Die Gastarbeiter. Oder so. Was wollen Sie denn immer mit Ihrem oder so, Korski? Ja, hinter die Löffel ist ja mehr so ein Ausdruck, also eine Art Sammelbegriff, würde ich mal sagen, ja. Und Gastarbeiter oder so ist ja auch mehr so ein Sammelbegriff. Oder so. Verstehen Sie? Nein. Also neulich, da haben die Kollegen von der Streife so eine Schwarze mit auf die Wache gebracht. Eine Schwarzhaarige? Nee, nee, ganz, ganz schwarz. So von oben bis unten, ja. Und der haben sie dann... Ein paar hinter die Löffel gegeben. Oder so. Ja. So als Sammelbegriff könnte man es so sagen, ja. Ja, genauer, Korski. Ja, so genau konnte ich es ja nicht sehen, weil die Kollegen alle ganz dicht drumherum standen. Wissen Sie, aber an den Geräuschen konnte ich hören, dass es da verdammt hart zur Sache ging. Korski, mäßigen Sie sich in Ihren Ausdrücken. Entschuldigung, dass es da ziemlich hart zur Sache ging. Und die Dame? Welche Dame? Achso, die Schwarze. Ja, die hat immer gejammert, was habe ich denn getan? Ich habe da gar nichts getan, was soll ich denn getan haben? Und die Kollegen, was haben die Kollegen dazu gesagt? Die haben gesagt, ja, halt die Schnauze, so Klappe, ja. Und dann hat sich einer so einen Strick geben lassen, ja, und hat ihn so um den Hals gelegt und dann so ganz langsam so zugezogen. Aber Korski, woher wollen Sie denn das wissen, wenn die Kollegen drumherum standen und Sie konnten gar nichts sehen? Ja, aber hören konnte ich ja. Das klingt jetzt auf einmal so, ja. Was habe ich denn getan? Ich habe doch gar nichts getan. Das ist ja gut, Korski. Das ist ja gut, Korski. Gut, ja, ja, gut, ja, weiter. Ja, und dann haben sie ihr die Papiere abgenommen und haben sie auf die Straße geschmissen. Korski, Sie sind sich doch darüber im Klaren, dass keiner Ihrer Kollegen bestätigen wird, was Sie da gehört haben wollen. Ich bitte Sie, wir sind doch keine Unmenschen. Korski, und Sie sind sich doch auch weiterhin darüber im Klaren, dass ich Ihre Aussage jetzt protokollieren lassen muss, wenn Sie hier eine Anzeige erstatten. Aber ich will doch keine Anzeige erstatten, Herr Polizeirat. Wegner, setzen. Ja, ich will mich doch nur beschweren. Ich will Sie doch nur bitten, dass Sie die Kollegen mal ermahnen. Sehen Sie mal, wir sind doch keine Unmenschen. Ich bin doch nun wirklich ein freundlicher Charakter, ja? Ja, ich sehe es. Und da meint immer jeder, mit mir kann man machen, was man will, ja? Die drängen mich immer an die Seite, die Kollegen. Mich lassen die nie ran an die Kanaka. Sozialabbau, vermutlich das Unwort der 90er Jahre. Sozialabbau als Wort ist weitgehend irreführend. In Wahrheit geht es doch darum, die missbräuchliche Inanspruchnahme sozialer Leistungen zu reduzieren und zugleich die Eigeninitiative der Missbrauchenden zu reaktivieren. Ja, das ist nicht leicht, aber es geht. Besonders, wenn es gehen muss. Ui, der Doktor. Ui. Alle Achtung, das ging aber fix. Tacheliske, Ziegler mein Name, Ziegler vom Medizinischen Dienst. Ich komme wegen Ihres Antrags auf Pflegegeld. Ja, Herr Doktor, ich habe schon gewartet auf ja, Sie. Ja. Machen wir es kurz, mein Auto steht im Halteverbot. So, toll haben Sie es hier. Tipptopp in Schuss geladen. Putzfrau nehme ich an, was? Da kriegt man ja billig heutzutage. Macht sich am Mauerfall für Sie auch noch ein bisschen bezahlt, Herr Litzke, was? Herr Doktor, möchte Sie ein Ding an Kaffee? Da haben Sie womöglich schon einen gemacht für uns. Nein, das kann ich nicht. Ich hab Ding, hab ich dort, Pulver. Ach so, nee, danke, nicht für mich. Also für Sie eine gute Sache, nicht? Mit diesen modernen Pulvern kann man heutzutage alles machen, nicht? Ja, wunderbar, ich notiere gleich mal hier. Eigeninitiative im Normenbereich. Häusliche Verrichtungen vielfältig. Und wie sieht's denn mit Ihrer Körperpflege aus, Herr Litzke? Unauffällig. Wie bitte? Wie es mit Ihrer Hygiene aussieht, Herr Litzke? Ja. Schlecht, Herr Doktor. Das mit dem Ansehen, das klappt nicht mehr. Na wieso? Das geht doch. Was meinen Sie, wie ich manchmal rumlaufe, wenn ich allein zu Hause bin, nicht? Mit dem Anziehen und Ausziehen ja. Jeden Tag. Das ja. Ist das Schlimmste. Na prima. Machen wir mal weiter mit Mobilität. Wie sieht's denn damit aus? Zeigen Sie uns doch mal, wie schön Sie aufstehen können. Was? Aufstehen! Aufstehen! Ja, um fünf! Welchem Anziehen? Nein, Herr Litzke, hier, mal so, hier, mal so, hier. Nun sieh mal, hier, war hoch! Ach so, ja, das geht gut, Herr Doktor, da hab ich kein Problem damit.
bis es ist, welchem Amt uns aussiehe. Da müsste mir als jemand helfen. Ja, guter Mann, wer sagt Ihnen denn, dass Sie sich jeden Tag ausziehen müssen? Ich bin nach unserer letzten Betriebsfeier, bin ich auch im Anzug aufgewacht und habe trotzdem fabelhaft geschlafen. Und nur mal ein paar Schritte machen, mal ein bisschen hier, so, ein bisschen. Ui, da müssen wir das Ding, bitte brauche ich meinen Stock. Achso, ja gut, na, also lassen wir das, Rollstuhl ist ja vorhanden, nehmen Sie Platz. Ja. Wie es ist, welche die Knöpfe, Herr Doktor, und ja, auch die Hose und welche die Blas, wie sie das ja kommt, manchmal so schnell. Ich komme da gar nicht hinterher. Na prima. Ich trinke ja schon kaum noch was. Ja. Und das große Geschäft, wie sieht's damit aus? Ja. Naja, ich esse ja auch fast nichts mehr. Na prima. Schmeckt abends allein ja auch gar nicht. Ich esse nur als ein Happen, wenn abends die Frau da ist. Ja, ja. Was? Damenbesuche abends? Na, wer sagt's denn? Soziale Kontakte, alles da. Gut. Da sind wir ganz viel Dealer-Oper, was? Damenbesuche abends. Nicht, was Sie denken. Ja. Die, was Sie ausreden, nur, wenn ich im Fernsehen gucke, da ist die Frau da im Kasten. Ah, so. Und? Hübsch, ja? Na, nicht direkt, aber pünktlich ist sie. Na, prima. Die ist Schlag 8 mit der Nachrichten, kommt sie und erzählt, und zu der Spätnachrichten guckt sie auch noch mal rein. Ja. Man ist doch froh um jeden, der mit einem spricht. Ja. Also um diese Frau sind Sie wirklich zu beneiden. Nicht? Also für meine Frau gibt's keine Fernbedienung. Na, kleiner Schatz, nicht? So, also, alles in allem sieht das ja noch recht erfreulich aus bei Ihnen. Ich denke, dass wir da mit dem Pflegegeld noch ein bisschen warten können, nicht? Und außerdem, Sie haben ja Kinder, da müssen die sich mal ein bisschen um Sie kümmern, nicht? Nein, Herr Doktor, das geht mein Sohn, das ist doch ein Bub. Das kann der, und der hat gesagt, die Pflegerin, Ding und Frau, das kann er nicht bezahlen, weil's von der Steuer kann er es nicht absetzen. Ja, das ist richtig, ja, aber er ist ja verheiratet, nicht? Da muss die Frau sich mal ein bisschen um Sie kümmern, nicht? Oder? Ja, die sind doch fortgelaufen. Wieso? Weil er immer im Ding ist, im Golfclub. Warte mal, Ihr Sohn ist Mitglied im Golfclub? Ja. Na, da haben wir es doch mal. Warum denn nicht gleich so? Also, pass mal auf, wer das geht. Jetzt hören Sie mal ganz gut zu, ja? Ihr Sohn soll eine größere Summe Geld spenden an den Golfclub, ja? Steuerlich todsicher absetzbar. Mit diesem Geld bezahlt der Club eine Putzfrau fürs Clubhaus. Auch wieder absetzbar, ja? Als Putzfrau natürlich eine Ärztin aus Polen, Russland, so aus der Gegend. Die machen ja für D-Mark heutzutage alles, ne? Ja, und ich? Herr Litzke, das liegt doch auf der Hand. Ihr Sohn spart Steuern mit Ihnen, ich spare einen Pflegefall mit Ihnen und Ihnen geht eine studierte Putzfrau in die Hose. Das hat nicht mal der Norbert Blüm. Was sagst du nur dazu? Die sechste Novelle zur 92. Gesundheitsreform unseres seligen Weiland Horst Seehofer. Ja und? Ja und? Nun zahlen die Kassen zu allem nur noch 10% dazu. Ja. Allein dein Schnupfen letzte Woche hat uns ein halbes Monatsgehalt gekostet. Allein dein Schnupfen? Ja. Und deine Kasse hat uns wie in deinem Schnupfen was gehustet. Aua, 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 aua. Und nun geht das schon wieder los. Aua. Das wird bestimmt irgendwas Psychosoziales sein. Ja, na, du wirst das gerade wissen. Na, siehst du nur seit 10 Jahren jeder Arztsee oder Ecke, wa? In der Praxis Bühneburg ist auch mal was Psychosoziales da. Entweder hat eine Schwester, über die er sich ärgert, oder er hat keine Schwester und ärgert sich darüber, oder er ärgert sich darüber, dass er keine Schwester hat, über die er sich ärgern kann. Aua, aua. Und dann tut sie ihm auf dem Rücken weh? Der Ärger geht ihm an die Nieren. Aua, aua. Junge, ein ganz klarer Fall für den Bergdoktor. 2 Tässchen Tee vom Edelweiß und verschwunden ist der Scheiß. Also, der Landarzt würde ihn ja jetzt wenigstens mal untersuchen. Na gut, komm, steh mal auf. Lass mal sehen. Wo genau tut's denn weh? Erst hier und dann hier und da und auch noch dort. Oh. Ja, ganz klar. Der Junge hat eine Wanderniere. Na, wie willst du denn das fühlen? Na, weil sie nicht mehr da ist, Menschenskind. Das kenne ich aus der Schwarzwaldklinik, ja? Da muss sofort operiert werden. Aua, aua. Ja, Junge, da kommen wir nicht drum rum. Was meinst du, eine Klinik am Rande der Stadt? Eine Klinik? Meinst du, die lassen Operationen anschreiben? Na, warte du? Bei den kleinen Eingriff übernehme ich selber. Oh. Oh. Ohnmächtig geworden. Na ja, komm her. Keine Sorge, das ist nur der Schock der Vorfreude, ja? So, Oberschwester, dann bitte ich mal um den... Dann bin ich mal um den Seehofer Erinnerungskoffer, ja? So.
hier ist er. Ja, bitte. Den, ja. Der kleine Chirurg. Ja. Operation leicht gemacht, wa? Oh, erstmal in der Mett. Jawohl. Ne, wa? So, wisst ihr, ich hab ja bloß Angst, Menschenskind, wenn was schief geht. Naja, so gut wie im Alpha-Team bin ich allemal, wa? Und dann nehmen sie die losesten Teile wieder zusammen. Ich bin hier geblieben, Junge, und keine Sorge. Ich kenne dein Inneres auswendig. Aber Papa, muss denn das sein? Ich hab doch noch mein ganzes Leben vor mir. Das wird sich ja gleich rausstellen, nicht? So. Sollen wir eventuell jemanden benachrichtigen, Junge? Für alle Fälle, Stefanie. Ja. Wie geht's jetzt los? Narkose? Eta? Keine umweltfeindliche Chemie, nimm den Hammer. Aua, aua. So. Skalpell? Skalpell? Ja? Mach dich doch nicht so steif, Junge. Ah. Willst du nicht wenigstens noch den Bauch drehen? Nee, ich arbeite mir direkt hier durch den Brustkorb hindurch an die Nieren. Ja? Ah. Wie im letzten Emergency Room da, bei dem Autounfall. Ja? Ja, warte mal, muss ich jetzt an der Corona-Aorta gleich links vorbei? Oder erst rechts hinter dem Ulcus morbidis? Oder direkt mitten durch die Kröse? Ja. Ich schneide jetzt. Aber nicht, dass du abrutscht und mir im Küchentisch versaust. Wie denn nur? Guck dir doch mal in den Seehofer-Koffer. Na, was suchst du denn? Na, ein Schnittmuster. Bist du nun Chirurg oder ein Aufschneider? Dann mache ich jetzt einen Kaiserschnitt. Ja, warum denn, um Gottes Willen? Na, Dr. Markus Mertin macht auch mal einen Kaiserschnitt. Da komme ich besser an seinen Uterus vorbei. Der Junge hat doch ja keinen Uterus. Hat er nicht? Ja, deswegen wusste ich ja, dass es so schlimm um ihn steht. Ja, na, und was nun? Nachdenken. Gib ihm einen Nachschlag. Ja, genau. Ja, guck, was ist denn mit dem Fernsehprogramm? Ja. Da läuft da bestimmt gerade irgendeine Arztserie. Ah, ja, hier vielleicht. Ja? Das Übergewicht und unser Herz. Aha. Untertitel, Herzilein, du musst nicht traurig sein. Also nichts mit Nieren. Oberschwester, da sind wir doch auf uns alleine gestellt. Also, ich schneide jetzt. Und wenn was schief geht? Und dann verramschen wir ihn an eine Organbank. Sie kennen ja den Begriff in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Und wenn man einen noch so kleinen Zweifel genügend weit aufbläst, kann man auch mit faktisch überführten Tätern verständnisvoll umgehen. Eben als wahrer Freund und Helfer. Also, Sie waren auf Ihrem Streifengang hier an dieser Ecke. Jawohl. Ja, und hier drüben wurde Türke 1, nennen wir ihn mal so, von den Skinheads entlang gejagt, was Sie aber leider nicht sehen konnten. Nee, weil dem erwähnten Elternherrn gerade in diesem Augenblick das Portemonnaie runtergefallen war. Und beim Aufprall auf den Gehweg ist das Ding ja aufgeplatzt, sodass ich das Einsammeln des Geldes persönlich, nicht wahr? So, weil er sich ja nicht mehr bücken konnte. Der ältere Herr? Ja, sagt er ausdrücklich. Ich komme nicht mehr runter, sagte er. Ja, verstehe. Und dadurch war also Ihr Blick auf das Straßenpflaster konzentriert, ja. Und die Schreie, Türke 1 soll ja permanent geschrien haben, die Schreie... Doch, also gehört habe ich schon. Ah, doch. Ja, ja. Aber ne, erstes Mal rief der Mann ja auf Türkisch, was man ja nicht so ohne weiteres verstehen kann. Aber ich habe mir schon gedacht, Mensch, warum ruft denn da einer? Ja. Und ich wollte auch gerade hingucken, also den Kopf wenden, also so zurückdrehen, ja? Da fasste ein Windstoß einen 10-Mark-Schein des älteren Herrn und bis ich den wieder hatte, hat er das Gerufe auch schon aufgehört. Ja, ja. Ja, sagen Sie mal, der ältere Herr, dem jetzt das Geld runtergefallen war, das war ein Deutscher. Selbstverständlich. Was aber nicht bedeuten soll, dass ein deutscher Rentner mehr wert wäre als ein türkisches Opfer. Aber nein, das haben Sie doch gar nicht gesagt. Nein, nein, nein. Und da hat sich bei mir auch sehr nett bedankt, der ältere Herr. Ja, also immer und immer wieder. Und er sagte auch, dass er das eigentlich gar nicht annehmen könne, dass sich die Polizei um einen hilflosen Menschen so kümmere, wie ich mich um ihn. Naja, würden Sie mal kurz... Ja, bitte, ja. Also, hier bedankte sich der Rentner bei Ihnen immer und immer wieder. Ja. Und
Hier drüben lag Türke 1 und die Skinheads bildeten einen Halbkreis um ihn. Ja, aber das konnte ich ja gar nicht sehen. Dass da mitten unter den Skins noch ein Türke lag. Die standen ja ganz dicht um ihn herum. Auch wenn sich der ältere Herr nicht so lange bei mir bedankt hätte. Klar. Hätten Sie das nicht erkennen? Klar. Das ist unmöglich. Ja, klar. Entfernung war 30 Meter etwa? Naja, mehr 34, ja? Oder sagen wir lieber 32. Ja? 32, ja. Gut. Jetzt kommt also hier aus der Georgenstraße Türke 2. Ja, nennen wir ihn mal so. Der die Schreie gehört hat. Er reißt jetzt also hier vom Gemüseladen ein paar Kartoffeln an sich und stürmt um Hilfe schreiend und mit den Kartoffeln werfend auf die Gruppe zu. Ja, also der lief mir sozusagen direkt in die Arme. Ja. Also 6, 8 Schritte, da hatte ich ihn, ja. Und es war mir auch instinktiv klar, dass der sich die Kartoffeln widerrechtlich angeeignet hat. Ja. Ich stoppte ihn daher unter Zuhilfenahme von körperlicher Gewalt. Was übrigens von den Umstehenden mit großer Zustimmung und vereinzelten Bravo-Rufen zur Kenntnis genommen wurde. Und führte ihn auf dem bekannten Wege der erkennungsdienstlichen Behandlung zu. Einige haben sogar geklatscht. Und wenige Stunden später war er ja wieder auf freiem Fuß. Ebenso wie die Skins, glaube ich, nicht? Die man mal 3 oder 4 Tage nach dem Vorfall kurzfristig einkassiert hatte. Nicht? Aber weder Polizei noch Justiz konnten ja da irgendetwas ausrichten. Na, weil ihnen nichts nachzuweisen war. Nicht? Und da muss der Rechtsstaat eben passen. Wofür ist er schließlich ein Rechtsstaat? Nicht? Ja, das haben Sie sehr treffend gesagt. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt muss ich Ihnen mal eine Frage stellen. Bitte, ja. Können Sie sich vorstellen, dass genau auf diese Weise, wie dieser Vorfall abgelaufen ist, ja, im Zusammenspiel von Gewalt, von Duldung der Gewalt, von Wegsehen und vom Versagen der Justiz, können Sie sich vorstellen, dass genau so in den 20er Jahren der Nährboden für die Nazis entstanden ist? Der Nährboden in weiten Kreisen der Bevölkerung? Nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Schon gar nicht in 20er Jahren. Das können Sie auch überall nachlesen. Also die Nazis kamen erst am 30. Januar 1933 nach Berlin. Also genau vor der Woche, vor 62 Jahren. Da sind die durchs Brandenburger Tor marschiert, in braunen Uniformen, als Fackelzug an Hitler vorbei. Und dann waren sie da. Und wo kamen sie her? Das ist komischerweise bis heute noch immer nicht geklärt. Deutsche Unternehmer, deutsche Großunternehmen, deutsche Reeder, Lufthansa, Daimler-Benz und Hinz und Kunz, alle sind verstärkt im Import-Export tätig. Ja, sie importieren billige Arbeitskräfte und sie exportieren teure Arbeitsplätze. Ja, das ist legal, das ist kostenbewusst, das ist vernünftig. Die deutsche Industrie muss verdienen, koste es, was es wolle, und sei es die Existenz des deutschen Arbeiters. Muss der deutsche Prolet also resignieren? Nein, es geht auch anders. Schönen guten Abend, liebe Frau. Nee, die Frau ist gut, mehr als 2 Mark gibt's trotzdem nicht. Noch was? Ich hätte gern mal Ihren Gatten gesprochen. Willi, hier ist irgend so ein Penner für dich. Ich bin sein Chef. Ja? Ich bin sein Chef. Also? Sie sind sein Chef. Ja, ich weiß nicht, ob Sie schon davon gehört haben, aber dem deutschen Unternehmer geht's momentan gar nicht so gut. Willi, zieh deine Jackett über. Wir sind in der versteckten Kamera. Mensch, Chef. Das ist ja ein Ding. Ja. Kommen Sie rein. Und wie Sie aussehen, hab ich noch nicht gesehen. Setzen wir uns. Danke. Meier. Ich hätte Sie ja unter 4 Augen gesprochen. Hilde. Also, wo brennt's denn, Chef? Ich bin gekommen, Meier, um Ihnen ein wenig über den Trennungsschmerz hinwegzuhelfen. Über welchen Trennungsschmerz? Ich habe da keinen Trennungsschmerz. Warten Sie es ab. Sie trennen Sie nämlich morgen von Ihrem Arbeitsplatz und ich mich von Ihnen. Machen Sie keinen Scheiß, Chef. Entschuldigung. Ihr Arbeitsplatz befindet sich ab morgen so gut wie in Kalkutta. Ja, aber warum denn? Er ist mir praktisch abgepresst worden, ja. Die arbeiten in Indien dermaßen billig, dass man als Unternehmer ja jeder Erpressung praktisch schutzlos ausgeliefert. Chef, Sie haben gesagt, so gut wie in Kalkutta, also ist noch nicht alles verloren. Ne? Und deswegen komme ich ja vertrauensvoll zu Ihnen, nicht? Helfen Sie mir, helfe ich Ihnen, ja. Kommen Sie mir entgegen, kommt Ihnen Ihr Arbeitsplatz entgegen. Kommen Sie mir nicht entgegen, kommt Ihnen die Arbeitslosigkeit entgegen. Ja? Klar, Chef. Nicht, dass er überhaupt nicht, hätte ich nicht die freie Entscheidung gelassen, ja.
Ja, und wie soll ich Ihnen entgegenkommen? Na, ich dachte da zunächst mal einen 14-Stunden-Arbeitstag. 14 Stunden? Der Inder würde 16 arbeiten. 14 Stunden. Naja, ich habe ja noch das Wochenende. Der Inder weiß gar nicht, was ein Wochenende ist. Naja. Also gut, wenn Sie meinen, dass ich so meinen Arbeitsplatz zurückkriege. Bis Wien haben wir ihn schon. Gut, also 14 Stunden, kein Wochenende, in Ordnung. Aber nicht für dasselbe Geld. Natürlich nicht für dasselbe Geld. Schön, dass Sie mir da von sich aus entgegenkommen wollen. Besprechen wir einmal Punkt 13, ja? Apropos 13. Sind Sie eigentlich abergläubisch so? Hotelzimmer Nummer 13, Freitag der 13. so? Ich abergläubisch? Nee, eigentlich nicht. Der Inder Seermeier. Aus diesem Grunde lehnt er zum Beispiel ein 13. Monatsgehalt strikt ab. Naja, so gesehen ist die 13 nicht gerade meine Glückszahl. Na also, ja. Und was ist denn eigentlich so mit Lohnfortzahlung im Krankheitsfall? Der Inder ist nie krank. Machen Sie was dagegen, Meier. Ich war auch noch nie krank. Immer kerngesund. Immer kerngesund. Na, warum nur denn Lohnfortzahlung im Krankheitsfall? Nee. Ihnen nützt es nicht, weil Sie sowieso immer gesund sind. Und mich macht sie krank, weil Sie darauf bestehen. Naja, man weiß ja nie. Na, da musst du an die Zukunft glauben, Meier. Sie sind doch gläubig, oder? Naja, manchmal kommt man als Arbeitnehmer ganz schön ins Beten. Ja? So ganz nebenberuflich natürlich. Und wann haben Sie das letzte Mal gebetet? Gestern, da habe ich um mein Weihnachtsgeld gebetet. Ob es was genützt hat, weiß ich nicht. Ich will der himmlischen Nachricht nicht vorgreifen, aber es hat nicht. Die Inder. Ja. Der Inder weiß ja nicht mal, was Weihnachten ist. Ja? In Indien herrscht sowieso mehr eine unternehmerfreundliche Religiosität. Naja, so gesehen glaube ich auch mehr an die freie und soziale Marktwirtschaft. Das ist auch besser, ja. Und dann vielleicht mal noch ein kleines Wort zu Ihrem Grundgehalt. Ach, eine Handvoll Reischef würde voll auf genügen. Und nun mal keine rassistischen Äußerungen, ja? Ich halte das meiner Freude über die Rückkehr Ihres Arbeitsplatzes zugute. Ne? Jawohl, Chef. Also, sind wir uns da jetzt einig? Jawohl, Chef. Okay, pass auf. Ich habe hier noch mal alles aufgeschrieben, ja? Also unterschreiben Sie mir jetzt. Und dann haben wir beide dem Inder noch mal ein ganz schönes Schlippchen geschlagen, was? Wenn alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber so zusammenstünden wie wir, dann hätten diese ausländischen Arbeitsplatzdiebe keine Chance, nicht? Ja, Maja, da haben wir doch mal einen schönen Kompromiss gefunden, was? Das nennen Sie einen Kompromiss? Na, was wollen Sie? Immer noch besser, als wenn Sie jeden Tag zur Arbeit nach Kalkutta müssten. Schönen guten Tag auch. Wackepunk, mein Name, ja? Ich komme wie in die Anzeige, die bei Ihnen jedem hier vorgenommen worden ist, ja? Meine Frau Gemahlin möchte ihr zurückziehen, wa? Ja, da muss ich schon persönlich kommen. Ja, deswegen ist sie ja. Moment mal, kleiner Augenblick, ja? Wohl verrückt geworden, ne? So. Ja, ich muss sie ja nur kurz erinnern, wa? Ja. Ihre Frau hat damals angegeben, dass sie von Ihnen regelmäßig geschlagen werde. Es handelt sich also erstens um Körperverletzung. Ich und schlagen? Dann schlagen Sie mal aus dem Kopf, Herr Wachtmeister, wa? Und den auch noch regelmäßig. Die Zeit hätte ich ja nicht. Du kannst Ihnen was sagen, Mäuschen. Wenn du da aber weißt. Ich hab ja doch nur geschlagen, wenn es nötig war. Ja? Und meistens war es ja wohl nötig, wa? Ihre Frau war am Anzeigentag grün und blau. Ja, blau will ich gerne geloben. Was, Mäuschen? Grün und blau infolge von Schlageinwirkungen am ganzen Körper. Moment mal. Woher kennen Sie den Körper von meinem Mäuschen? Bei Aufnahme der Anzeige konnten wir uns unter Aufsicht eines Notars und sechs Fachärzten vom farbigen Zustand Ihrer Frau überzeugen. Ja, vielleicht nicht grün und blau, ja, genau wie ich, als ich von der Anzeige erfahren habe, oder? Es hätte doch gar nicht zu dieser Anzeige kommen müssen, Herr Mackepunk. Hat Sie Ihre Frau nicht immer wieder gebeten, die Schläge einzustellen? Das haben Sie doch damals zu Protokoll gegeben. Natürlich, Heiktet. Von dir lasse ich mir nicht mehr schlagen, hat gesagt. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, hast du jetzt etwa einen anderen, der dir schlägt? Oh
Und diese Anzeige wollen Sie jetzt plötzlich zurückziehen. Warum? Na, wie in dem Fernsehen. Ja, ich hab da so im Fernsehen so eine Serie, war aus dem Bundestag, war. Und die Abgeordneten wussten ja auch nicht, ob es nur gut oder schlecht ist, so eine Anzeige einer Frau Jattin gegen ihren Herrn Jemal, war. Was in dem Fall Icke bin, war. Und dann fing ich dann plötzlich auch an, nicht mehr zu wissen. Ja, und spontan hat sie dann mein kleines Mäuschen erhoben, um die Anzeige freiwillig zurückzuziehen, war. Stimmt das, Frau Mackebrank? Naja, ein bisschen war mir dabei natürlich behilflich gewesen. Ja. Also, das war's dann, ja? Dann kommen wir hin. Machen wir es hier. Einen Augenblick noch, ja. Herr Mackebrank. Ja, ja, was denn? Gegen Sie liegt auch noch eine Anzeige wegen Vergewaltigung vor. Vergewaltigen? Ich, meine Frau? Also ein großes Wort, ja? Mir stockt der Atem, ja? Sie sind Ihrer Frau, wie sie damals angab, geschlechtlich häufig zugetan. Ist das richtig? Sag mal, warum erzählst du dem unserer Bettgeschichten, ne? Ja, hab ich doch ja nicht gesagt. Von auf dem Teppich, auf dem Küchentisch, auf der Kommode und im Vorjahrten weiß er doch nicht. Herr Mackebrank, gab es zwischen Ihnen und Ihrer Frau nicht eine Vereinbarung, dass es zu Liebe, also zu liebevoller Zweisamkeit, nur an bestimmten Tagen in der Woche kommen sollte? Ja, nur immer Mittwoch und Sonnabend, so war das. Aber Sie haben sich nicht daran gehalten. Machen Sie was dahin, also. Ja, meistens war dem ja schon am Sonntag wieder, wie nächsten Mittwoch und Sonntag. Da hat sie auch ein bisschen selber Schuld mit dran, weil wie in dem blöden Spruch über unserem Sofa, ja? Da steht, geht hin und mehret euch. Mann, halt mühsam geerbt. Ja, geht hin und mehret euch, das war ja für mich wie ein dauernder Einsatzbefehl. Und so habe ich denn schon mal zu ihr gesagt, komm jetzt her, Mäuschen, mehr hier nicht rum, ja? Und wenn sie dann doch rumgemehrt hat, dann haben sie Gewalt angewendet. Ist das nicht so? Herr Wachtmeister, ich werde doch meinem Mäuschen keine Gewalt antun. Du hast dann einen Pfund an den Backen und das war's dann, ne? Und diese Anzeige wollen Sie jetzt auch zurückziehen, Frau Mackebrank. Also an dieser Stelle möchte man noch mal auf diese Fernsehsatire da zurückkommen aus dem Bundestag, wa? Die Abgeordneten hatten ja auch gewaltige Zweifel, wa? Ja, die einen waren ja für Vergewaltigung in der Ehe, aber mit Strafe. Ja, und die anderen meinten, also eine Frau Jattin müsse auch das Recht haben, so eine Anzeige zurückzuziehen, ja? Und? Von diesem Recht will ich jetzt hier Brauch machen. Ja. Aber mit welcher Begründung wollen Sie Ihre Anzeige zurückziehen? Du sag schon, Mäuschen. Nee, sag du lieber. Also, mit vielen Abgeordneten sind wir der Meinung, die Anzeige meiner Frau Jattin stört doch nur den schönen Familienfrieden, oder? Sie erinnern sich ja gewiss noch an die Zeit der besonders spannungsgeladenen Atmosphäre zwischen dem Irak und den USA. Da gab und gibt es ja immer noch Medienmacher, die sagen, sie bräuchten Fakten, Fakten, Fakten. Das klingt einleuchtend. Was aber, wenn im Augenblick keine verfügbar sind? Wenn auf der Welt gerade mal nichts los ist? Was machen die dann, die uns informieren wollen? Dann sie produzieren sie die Fakten. Wo bleibt ihr denn? Aline ist gerade gekommen. Dann schick sie rein. Hi, Ted. Hi. Kann ich mich setzen? Wenn du einen Stuhl findest. Baby, CNN ist ein Nachrichtengigant. Wir können es uns nicht leisten zu sitzen. Wenn drüben auf der anderen Straßenseite ein dreckiger Araber die Bank in die Luft jagt, jetzt hier in diesem Augenblick, während du dich noch behäbig aus deinem Sessel erheben willst, ist die Konkurrenz bereits auf Sendung. Ist das klar? Sag mal, was verdienst du bei mir? Wie meinst du das, Ted? Ja, wie meine ich das? Wie meine ich das wohl? Du verdienst bei mir eine halbe Million Dollar im Jahr. Wofür, Baby? Wofür? Ich bin verzweifelt. Ich kann mir die Frage nicht selbst beantworten. Wofür eine halbe Million Dollar? Sag es mir, Baby. Für meine Reportagen. Für deine Reportagen. Jetzt weiß ich es wieder. Für deine Reportagen, genau. Du bist meine Starreporterin. Sag mir, worüber hast du zuletzt berichtet? Über Afghanistan. Ja, ja, genau, Afghanistan, der Bringer, Baby. Ich hab mir die Scheiße angesehen. Verschleierte Frauen. Nur verschleierte Frauen. Die zum Beispiel nicht zum Arzt gehen, weil sie ihn nackt vor ihm zeigen dürfen. Sicher. Viele amerikanische Ehemänner wären froh, wenn ihre Frauen im Ganzkörperschleier durch die Wohnung liefen. Das würde ihnen das Leben also absolut erleichtern. Und auch du, Baby.
brauchst du nicht ewig mit deinen Diäten abzuplanen. Ganz einfach. Fett bleiben und Schleier drüber. Du hast völlig recht. Verschleierte Frauen sind okay, aber bringen keine Quote. Was bringt Quote, Baby? Nackte Weiber bringen Quote. Aber du bringst mir Verschleierte aus Afghanistan. Kann es sein, dass du mich verscheißern willst? Kann es sein, dass dein Job dich plötzlich nicht mehr interessiert? Dass du kleine Erbauungsfilmchen für deine feministischen Freundinnen drehst, die sich diese Scheiße ansehen, während Millionen von Zuschauern rund um den Globus weiterzeppen zu anderen Sendern? Ted, du weißt genau, wie schwierig es war, überhaupt über die Grenze nach Afghanistan zu kommen. Wie schwierig? War es zu dunkel? Fuhr die Straßenbahn nicht? Hattet ihr Gegenwind oder was? Die Taliban haben auf mich geschossen. Ich habe einen Streifschuss abbekommen. Ja und? Wo sind die Bilder? Zeig ihm den Streifschuss. Ich brauche Bilder, Bilder, Bilder! Der Kameramann konnte nicht drehen. Der hat mich verbunden. Was hat der? Eine Verschwörung. Ich werde wahnsinnig. Meine Reporterin blutet an der afghanischen Grenze, anstatt zu berichten. Und der Kameramann filmt das strömende Blut nicht, sondern verbindet es. Was will die Quote, Baby? Sag es mir, jetzt! Blut. Ted, ich hätte sterben können. Ja und? Warum tust du es dann nicht? Wenn amerikanische Ärzte sich absichtlich mit AIDS infizieren, dann könntest du für eine gute Story ruhig schon mal verbluten. Baby, ich glaube, du wirst deinen Job nochmal neu anfangen müssen. Ich fange für dich nochmal ganz von vorne an. Ganz einfach. Wann hat das CNN die höchste Einschaltquote? Beim Golfkrieg. Ja und? Ich will die Bilder. Wo sind sie? Bilder, Bilder, Bilder sind unser Geschäft. Los, bring mir die Bilder vom Golfkrieg. Los! Ted, der Golfkrieg ist vorbei. Welcher? Auch der, der noch kommt? Ich verrate dir was. Wir können nicht warten, bis Clinton und Hussein soweit sind. Du hast doch morgen gegen 11 Uhr einen Termin beim Generalsekretär der Vereinten Nationen. Sag ihm, er soll endlich aufhören mit seiner blödsinnigen Suche nach diplomatischen Lösungen. Sag ihm, wir brauchen einen neuen Golfkrieg. Und sei es auch nur, um die Nation davon abzulenken, dass der Präsident alles vernascht, was sich bewegt und einen dicken Pullover hat. Sag ihm also, wir brauchen einen neuen Golfkrieg. Ted, der wird nicht wollen. Ach nein? Zieh den kürzesten Rock an, den du hast. Lass das Höschen drunter weg und spiel ihm ein wenig am Gürtel. Der steht doch auf so fette Tiere wie dich. Und wenn er trotzdem nicht will? Ich fülle dir einen Scheck aus, Baby. Über $1 Milliarde und den gibst du ihm. Ted, das ist Wahnsinn. Ich tue es ganz einfach für dich, Baby. Ein regionaler Sender informiert zum Beispiel momentan darüber, dass ein besoffener Pudel aus Versehen grüne Tinte geschluckt hat und seitdem Graffiti an die Häuserwände pinkelt. Darüber berichtet ein regionaler Sender. Aber ich, ein globaler Mediengigant wie Ted Turner, berichtet worüber, Baby? Sag es mir. Über Kriege und Naturkatastrophen. Siehst du, Baby? Und? Ted, es gibt im Augenblick keinen Krieg. Hier ist der Scheck. Geh und kauf uns einen. Privatisierung ist mächtig im Trend. Besonders hart bekommt das seit einiger Zeit die Post zu spüren. Schließlich galt in deutschen Postämtern jahrzehntelang das Motto: Der Kunde ist König, aber die Monarchie ist abgeschafft. Nein? Heute zählen dagegen Kundenfreundlichkeit und Service. Und damit hat das Unternehmen aber so arge Probleme, dass jetzt sogar Psychologen helfen sollen. Also, Herr Rumsmeier, jetzt probieren wir es nochmal. Lächeln! Will nicht lächeln. Ach, Herr Rumsmeier, so kommen wir doch aber wirklich nicht weiter. Jetzt betreue ich Sie schon seit 7 Sitzungen beim ambulanten postpsychologischen Dienst. Sie müssen das jetzt einsehen. Die Post hat keine Monopolstellung mehr und deshalb müssen Sie jetzt lernen, freundlich zu sein und zu lächeln. Ich will aber nicht lächeln, das will ich. Herr Rumsmeier, das ist doch gar nicht so schwer. Also nochmal von vorn. Stellen Sie sich vor, ein Mann kommt in Ihre Poststelle. Und mit welchem Satz wurde er bislang begrüßt? Hier nicht anstellen, Schalter ist zu. Genau. Und mit welchem Satz begrüßen wir ihn jetzt? Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Karl-Heinz, Ihr freundlicher Postpartner. Was kann ich bitte schön für Sie... Nee, das kriege ich nicht über die Lippen. Also,
Obstmeier, bitte, jetzt nehmen Sie sich doch aber mal zusammen. Da müssen Sie jetzt durch. Also nochmal, was ist die Post seit dem 01.01.98? Ein Dienstleistungsbetrieb. Richtig, und was hat sich seitdem verändert? Früher wurden nur Postbeamte befördert, heute auch Briefe. Richtig, und wem gehören die Briefe? Die Briefe gehören den Schmeißfliegen. Und wie heißen die Schmeißfliegen, seitdem das Monopol weg ist? Kunden. Genau. Und was verstehen wir nun unter einem Kunden? Unter einem Kunden versteht man ein Individuum, das mutwillig in die von Postbeamten bewachte Amtszone eindringt, um dort den postalischen Dienstprozess zu behindern. Nein, Herr Rumsmeier, das ist doch die alte Richtlinie. Heute ist der Kunde König. Und für den arbeiten Sie jetzt, zielorientiert in Ihrem Postpartnerteam, verstehen Sie? Postpartnerteam, also ich weiß nicht. Das Postpartnerteam, das ist Ihr Arbeitsumfeld. Also nehmen wir jetzt mal Ihre Poststelle. Wie viele Leute arbeiten da normalerweise? Na ja, ungefähr die Hälfte. So. Ja, gut. Und diese Leute sind Ihr Postpartnerteam. Und in diesem Team arbeiten Sie nun. Zielorientiert. Zielorientiert? Also. Ja. Wenn Sie morgens mit der Arbeit beginnen, dann überlegen Sie sich ein Im-Team, ein Ziel, auf das Sie hinarbeiten. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, die Frühstückspause. Nein, ich meine ein Ziel, das über die Frühstückspause hinausgeht. Ach so, die Mittagspause. Nein, Herr Rumsmeier, ich spreche von Verkaufszielen, Kundenzufriedenheit, dass Sie sich vornehmen, besonders freundlich zu sein und den Kunden nett anzulächeln. Also, ich will aber nicht lächeln. So, Hände. Herr Rumsmeier, bitte! Das ist jetzt notwendig. 96% aller Deutschen erwarten mehr Dienstleistungen von der Post. Ja, immer mehr und mehr und mehr. Wie soll man alles schaffen bei dem, was wir zu tun haben? Ich meine, 37,5 Stunden die Woche, diese ganze... Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Arbeit? Genau, Arbeit. Wir ackern doch schon wie die Wahnsinn. Wir machen uns fertig, ja? Wir nehmen die gesamten postalischen Gesundheitsrisiken da in Kauf und so, ja? Gesundheitliche Risiken bei der Post? Ja, ne, lecken Sie mal den ganzen Tag Briefmarken ab. Was meinen Sie, wie Sie sich da fühlen, wenn Sie abends den ganzen Mund voller Klebstoff haben? Als ich das letzte Mal meine Frau geküsst habe, da mussten wir vom Notarzt getrennt werden. Und ein Kollege von mir, der hat in seinem Leben so viele Briefmarken abgeleckt, der ist daran gestorben. Direkt hier an seinem Schalter. Hat 3 Wochen gedauert, bis wir es gemerkt haben. Wenn Ihnen die Risiken zu groß sind, warum wollten Sie denn dann überhaupt Postbeamter werden? Das wollte ich ja gar nicht. Ich hatte auch Utopien, Träume. Ich wollte viel was Verrückteres werden als Postbeamter. Ja, was denn? Finanzbeamter. So, und warum sind Sie das nicht geworden? Na, weil meine Mutter immer gesagt hat, Junge, du bist unverschämt, frech und langsam, du machst Karriere bei der Post. Aber diese Möglichkeit haben Sie doch auch heute noch. Sie müssen nur noch lernen zu lächeln. Ich will aber nicht lächeln. Und das sehen Sie, es geht doch. Habe ich Sie doch noch überzeugt, was? Ich habe nur gerade gemerkt, dass seit 12 Sekunden Feierabend ist. Ja. Oh, Mann, oh Mann, ist die halt wieder geil. Die tobt ja wie eine wilde Sau. Und wie die sich bewegt. Die See. Jolanda, komm doch mal her. Was ist denn? Was willst du denn schon wieder? Ja, guck doch mal da. Na ja, eine schöne Sturmflut, ne? Machen wir mal noch ein Bier auf, ja? Was, noch eins? Ja! Ist gut. Da, Hinrich, dein Bier. Wie das Land, so das Jever.
Aus dem ZDK, dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, kam unlängst böse Kritik. Die deutschen Bischöfe sollten in Rom nicht als Schalldämpfer, sondern als Verstärker ihres Volkes auftreten. Und ich glaube, dass die katholischen Schafe ihre Hirten damit weit überfordern. Ja. Bischof Düber ist zwar ein Multitalent, der als päpstliche Handgranate genauso effizient ist wie als Gottesrohrkrepierer, aber der Klerus Major besteht nicht nur aus Dübers, sondern auch aus sehr liebenswerten alten Herren jeden Alters. Eminenz, die Unterschriften. Ein schöner Tag, nicht wahr, Eminenz? Wenn ich Ihre Aufmerksamkeit jetzt auf die Unterschriftenmappe lenken dürfte. Sagen Sie mal, mein Lieber, bin ich eigentlich gelegentlich etwas verwirrt so? Aber woher denn, ich bitte Sie? Eminenz sind von einer herzerfrischenden geistigen Regsamkeit. Also bin ich nicht, ja. Freut mich, aber vorhin war ich doch ein wenig Dingsbums. Da drüben, also am Dom, also seitlich vom Südportal, da war da vorhin so eine grellrote Inschrift, leuchtend wie ein Fanal auf dem gelben Sandstein, wie Weiland Alka-Selza. Belsatzer, Eminenz. Ja. Belsatzer ist der König und Alka-Selza ist rezeptfrei. Ja. Aber Sie daran, was ich noch alles auseinanderhalte. Ich bin also wirklich noch nicht Dingsbums, nicht? In keiner Weise, Eminenz. Ja. Ihre jugendliche Dynamik ist im Bistum ein Vorbild für alle Gläubigen. Ja, wie schön, ja. Warum auch nicht, ja. Vorhin war da so eine grellrote Inschrift und jetzt ist da nur noch so eine weiße Stelle, also alles ganz weiß. Das haben wir sofort übermalen lassen, Eminenz. Da hatte so ein Sprayer eine Obszönität an den Dom geschmiert. Widerlich. Widerlich. Ein Sprayer, sagen Sie? Prayer heißt ja auf Englisch das Gebet, nicht? Prayer auf Englisch ist eine Schweinerei eigentlich, also nicht? Aber daran sehen Sie, dass ich das richtig gelesen haben muss, nicht? Also bin ich wirklich noch nicht in Dingsbums, nicht? Bitte? Dingsbums ist ja genau genommen auch eine Schweinerei, nicht? wegen der zweiten Silbe, nicht? Das muss man alles wissen, nicht? Wissen. Wissen Sie, mein Lieber, die Kirche ist unter den multinationalen Unternehmen dieser Welt das Älteste. Aber leider eben auch mit dem ältesten Management. Und wo so viele Alte das Sagen haben, da muss es ja ganz zwangsläufig zu Dingsbums kommen. Nicht? Aber Eminenz sind da ganz außen vor. Wenn ich mit Verlaub an andere Bischöfe oder Kardinäle denke. Wir leben ja alle unter dem Kreuz. Nicht? Und das Kreuz heißt... Leiden und Opfer. Nee. Das Kreuz heißt ja Zölibat. Wir leben ja alle unter dem Zölibat, nicht? Und Zölibat heißt ja oder nein. Mach ich's oder mach ich's nicht? Oder mach ich's selber? Werde ich erwischt oder nicht? Und wenn ich erwischt werde, wie viel kommt dann raus? Darf ich auch als Sünder noch das Lob Gottes als Episkopos preisen? Oder muss ich ab in den bayerischen Hinterwald? Also wer das ein Leben lang hinter sich hat, also nur Verrückte werden da nicht Dingsbums. Also wirklich. Eminenz, die Unterschrift. Aber ab 70 wird man dann weniger erpressbar, verstehen Sie? Und deshalb hat unsere Kirche so ein überaltertes Management, nicht? Naja, ich kann ja trotz meiner Jahre Alka-Selza und Belsatzer noch unterscheiden, nicht? Aber was glauben Sie, wie es bei uns auf den Konzilen zugeht? Wie viele von uns da so Dingsbums sind, nicht? Wo in der freien Wirtschaft der Vorruhestand beginnt, da liegt bei uns der heilige Knackpunkt für die Karriere, nicht? Ja, erst wenn es bergab
geht, da geht es bei uns endlich hier, bergauf. Eminenz, auch ich lebe im Zölibat mit allen Nöten und Zweifeln. Ja, die Nöte sollten Sie beheben und die Zweifel beseitigen. In kaum einem anderen multinationalen Unternehmen ist so viel Es ist woanders kaum so viel gemacht worden wie in der katholischen Kirche. Also, wenn man das mal über die Jahrhunderte sieht, so rein kirchengeschichtlich betrachtet. Da gab es ja richtige Männerklöster, die hatten einen unterirdischen Gang zum Frauenkloster. Geheim natürlich. Und wissen Sie, wann der benutzt wurde? Immer wenn's gebrannt hat. Also jede Nacht. Da sind die da. Eminenz, ich bitte um Nachsicht. Könnte es sein, dass Sie jetzt doch ein wenig verwirrt sind? Überhaupt nicht, aber vorhin, als ich diese Inschrift da gelesen habe, da war ich verwirrt. Da stand nämlich... Eminenz, bitte nicht. Da stand nämlich in... Es bumst im Schein der Abendsonne der Bischof seine Lieblingsnonne. Eminenz! Und da habe ich mir für einen Augenblick gedacht, schön wär's. Dankeschön. Wir alle wissen ja, was Reform heutzutage bedeutet. Reform ist, wenn es zusätzlich zu den Steuern noch teurer wird. Eine Reform ist sozusagen eine Lohneinkommenssolidarzuschlagszusatzsteuer. Ja? Als Begründung führt die Politik gerne Missbrauch an, für den sie allerdings meist vollkommen untaugliche Einzelfälle heranzieht, wie zum Beispiel den folgenden. Liebe Frau Hiller-Seikelei. War ein Fehler, der Doppelname. Hiller, lächerlich. Ja, aber Seikelei, nicht? Seikelei. Also. Bitte, meine Lieben, lieber Herr Hiller-Seikelei. Hiller reicht, ja. Einfach mein ehrlicher Name, Hiller. Ja. Ehrlich? Da lache ich nicht mal. Ja, weil hier oben was fehlt, deswegen. Das ist heute die 100. Sitzung unserer Eheberatung. Kommt mir vor wie 1000, wie ewig. Ach, kommt mir vor wie 1000. Du kannst nicht mal bis 3 zählen. Blöd. So, 1, 2, 3, 4. Ja, und ich muss erkennen, dass wir nicht sehr erfolgreich waren. Das ist auch kein Wunder bei diesem psychotischen Macho. Ja, weil diese nymphomane Hysterikerin nicht zuhört. Das ist es doch. Nach wie vor werfen Sie sich gegenseitig verschwenderischen Lebenswandel vor. Ja. Das ist doch wirklich lächerlich. Wo ich spare, wo ich kann. Ja, unser Joghurt, ja, der ist von... Ich hasse Joghurt. Aldi. All die Jahre rausgeschmissenes Geld für Joghurt. Aldi. Ja, ich hasse Joghurt, aber sie kauft ständig diesen teuren Joghurt. Aldi, billig, verstehst du? Aldi. Moment mal. Wer ist denn Aldi? Wer ist denn jetzt schon wieder Aldi? Schon wieder ein neuer Kerl, ja? Du Nymphomanen, du? Ja, du Nymphomanen, wer ist denn Aldi? Aldi, wahrscheinlich Italiener, was? Portugiese, Spanier, was du hier? Du bist eine solche Mütter, also nicht wahr? Aldi, an der Ecke! An der Ecke! Jetzt auch noch Stricher, was? Du Super-Nymphomanin, du! Und meine Lieben, ich stelle fest, dass auch eine gewisse Eifersucht... Und was ist mit der Tussi von gestern Abend? Eine gewisse Eifersucht? Amt für Liegenschaften, rein geschäftlich. Eine gewisse Eifersucht. Liegenschaften? Du gibst es also auch noch zu, ja? Du Erektionisto! Sie ist eine große Nummer in... Keine Einzelheiten, bitte, ja? Eine gewisse Eifersucht... Hör auf, Mensch, in der Behörde! Eine große Nummer in der Behörde! Eine gewisse Eifersucht nicht ausgeräumt werden konnte. Und dass auch weiterhin eine gewisse Aggressivität in beiderseitigem Umgang nicht zu übersehen ist. Du hysterische Zicke, du! Mieser Schläger! Du alte Schwein, weil du bist eine solche Mistgurke, du! Also. Talo! Aua, au! Du kommst du mir nach Hause. Hör sie bitte auf. Ich reiß sie da. Ich sag dir eins, ich reiß sie dir ab! All diesen... Ja, Aldi, dein Aldi, den bring ich um. Heute Abend hier, zack. Und aus all diesen Gründen ist das heute unsere letzte Beratung. Mein Honorar, bitte sehr. Honorar? Wir sind krankenversichert. Ich zahle hier regelmäßig Beiträge. Dieser Scherz geht über Kasse, ja? Ja, das dachte ich auch. Aber diese Form der Therapie ist wie so manches bedauerlicherweise weggeseehofert worden. Sie dürfen sich als Privatpatienten betrachten, bitte sehr. Mal,
12.000? Vielleicht Lire. Oder Yen oder was anderes mit vielen Nullen. Mark? 12.000 deutsche Mark für jeden von uns? 120 Mark pro Beratung. Und der Typ will uns doch aufs Kreuz legen. Für 12.000 kriege ich doch locker das neue Chanelchen. Na, für 12.000 lasse ich Schneider, wo der Kanzler Kunde ist, aber. Das hast du doch gar nicht nötig, Liebling, mit deiner Figur. Danke, Liebes. Eine schieben, so? Du oder ich? Wir knobeln, ja? Okay. Meine Lieben, dieses Honorar liegt unter dem üblichen, weiter runter. Und ich habe Sie immer gut beraten. Ich habe Sie immer... Herr Hiller. Hiller Seikelei heiße ich. Seikelei. Meine Frau und ich tragen je noch den Namen des anderen. Das dürfte doch wohl für die 12.000 Eier, die Sie sowieso nicht kriegen, nicht entgangen sein, die kleine Flöte, Sie, oder? Was? 12.000 für eine abgebrochene Beratung? Ja? 1.000! Ja! Hiller Seikelei. Ja. Jetzt, wo die Beratung beendet ist, darf ich es Ihnen ja sagen? Bitte? Ihre Eifersucht ist berechtigt. Ja, Ihre Frau hat mit mir geflirtet. Was? Jawohl, geflirtet. Lass mal Schluckelchen. Glauben Sie wirklich, auf diesen miesen Trick fallen wir rein? Glauben Sie wirklich allen Ernstes, meine Frau, eine Hiller Seikelei, würde mit sowas wie Ihnen flirten, Sie kleiner, mieser Neurosenzwerg? Oh. Sie freudsche Fehlleistung, Sie? Flirten mit so einem schleimigen Psychosen-Paparazzi? 12.000 Riesen, machen Sie sich mal über die Preise kundig. Sowas wie Sie zahlt bei mir zu. Bravo, Vorsitzende. Aber liebe Frau Hiller Seikelei, Sie verstehen mich miss. Ich bin auf Ihrer Seite. Erst gestern habe ich Ihren Gatten beobachtet, wie er zum Juwelier Klempe reingegangen ist. Da und? Da lassen wir unsere Rolex warten. Was ist denn dabei, alte Petze? Was? Du hinterhältiger Oralphasenschnüffler, du. 12.000 Eier, ja? Du. Aber lieber Herr Hiller-Seikelei, ja? Sie werden doch Ihrer Gattin in Bezug auf Brutalität jetzt nicht recht geben wollen. Wir können ja zum Beispiel Ratenzahlung, können wir ja zum Beispiel... Ratenzahlung? Ja, dann fangen wir doch gleich mal damit an. Erste Rate. Zweite Rate. Dritte Rate. Und hier die vierte Rate. Also lass mal gut sein, Schnuckelchen. Sonst will man wirklich noch Geld für einen Änderungsschneider, weißt du? Und? Was machen wir jetzt? Na, ich würde sagen, wir holen den Bentley aus der Garage, fahren zum Gesundheitsministerium und beschweren uns. Nicht, du Pfeife? Tja, der Brandherd Kosovo hat die Diskussion um die Abschiebung von Asylbewerbern wieder neu entfacht. Wir wissen, immer wieder suchen Ausländer bei uns im Asyl nach, weil sie angeblich gefoltert wurden. Diese unbedarften Fremdlinge werden dann von gewissenhaften deutschen Beamten liebevoll überprüft. Und hinterher geben die Asylbewerber dann meistens zu, wer die deutsche Bürokratie noch nicht kannte, der kann über das Thema Folter sowieso nicht mitreden. Baumbacher, was machen Sie denn da noch? Herrgott, nochmal, wir haben Frühstück, Mensch, Kind. Ja, aber ich werde doch sonst nicht fertig. Nur eben diesen einen Kurden hier noch. Entschuldigung, der hätte ich Ihnen in 30 Sekunden fertig gemacht, ja? Entschuldigung, ich will Sie nicht kritisieren, Baumbacher, aber so geht's nicht weiter, ja? Wir handeln uns wieder eine Abmahnung ein. Der Ketelmeier schafft mit seiner Abteilung mühelos 120 Asylantenabschiebungen am Tag. Und wir bringen es gerade mal auf schlappe 82. Und davon sind noch über 50 von mir. Ja, aber abschieben ist ja auch nicht so zeitaufwendig. Dieser Kurde hier zum Beispiel, dieser Azad Yaf, den kann man doch nicht einfach abschieben. Der ist doch fast zu Tode gefoltert worden. Wenn der jetzt wieder in die Türkei zurück muss... Mama, wieso denn zu Tode gefoltert? Woher wollen Sie denn das wissen? Ja, Sie haben doch die Verletzungen gesehen. Der Mann ist ja direkt kastriert worden von den Türken. Ja, der kleine Finger und der Ringfinger der rechten Hand, Daumen und Zeigefinger der linken Hand, mit dem Schlachtermesser abgehackt. Ach, hören Sie auf. Und die Nase... mit brennenden Zigaretten von innen völlig zerstört. Ja, das ist es eben, Baumbacher. Also so werden Sie Abschiebepensum nie schaffen, ja? Das ist doch alles simuliert, wenn uns geht. Simuliert? Natürlich. Die abgehackten Finger simuliert. Ja, was denn sonst? Der Mann ist doch gefoltert worden und seine Frau und seine Familie... Baumbacher, gefoltert. Herrgott, nochmal, Sie haben doch die Liste, ja? Da steht drin, die Türkei ist eine Demokratie. Die steht einwandfrei auf der sauberen Liste.
Ja, aber dann brauchten wir ja nur noch nach der Liste zu gehen und die Asylbewerber gar nicht erst mehr anzuhören. Das versuche ich ja seit Tagen zu erklären. Und pass auf, nun machen Sie erst mal Frühstück. Ja? Hier haben Sie ein bisschen Kaffee, ja? Pass auf. Wenn da jetzt wieder so ein Neger vor Ihnen steht und brabbelt irgendwas von, ich nicht wieder zurück in Hölle. Ich lieber sterben als nochmal Elektroschock auf Genitalien, ja? Dann nehmen Sie die Liste, ja? Sagen Sie, Augenblick mal, ja? Moment mal. Nigeria, Nigeria, Nigeria. Menschenrechte werden anerkannt. Aha, wieder ein Simulant. Stempel, Rückführung, der Nächste bitte. Aber wenn ich doch die Narben sehe von all diesen unmenschlichen Verletzungen. Baumbacher, wozu sind Sie denn Beamter geworden? Also hier kommen Ihre angeblichen Narben reinmarschiert, ja? Und hier auf dem Tisch haben Sie eine amtliche Verfügung, ja? Eine beglaubigte Abschrift sämtlicher nicht folternden Staaten, nicht? Na, wem müssen Sie denn nur glauben? Dem Menschen oder der Liste? Ja, dem Menschen denke ich doch wohl. Das ist es doch gerade. Ja, mein lieber Kollege, dann sehe ich allerdings schwarz, ja? Wenn Sie auf jeden Simulanten, ja, der sich irgendwann mal den Fuß abgehackt hat, hereinfallen, dann werden Sie Ihr Abschiebesoll ja wohl nie schaffen, nicht? Diese Sozialschmarotzer, die hacken sich doch sämtliche Arme und Beine ab, bloß um irgendwie an unsere D-Mark anzukommen. So sieht's da letztlich aus. Oh Gott, was war das denn? Keine Ahnung. Der Neger von vorhin aus Nigeria hat sich hier auf dem Flur erschossen. Ach so. Ja. Um Gottes Willen, den habe ich abgeschoben. Das war meine Schuld. Aber wieso denn Schuldbomber? Ganz im Gegenteil. Herzlichen Glückwunsch. So müssen Sie weitermachen. Da sparen Sie unserem Staat sogar noch die Rückführungskosten. Freunde anspruchsvoller Musik wissen von SPD-Parteitagen, Sozis singen, wie Heino regieren würde. Schon im Wahlkampf bemühte man sich deshalb um die Leihstimme von Wahlküre Anne Heiges. Lass uns die neue Zeit beginnen, die beste Song gewinnen, niemand hält uns jetzt noch auf. Ja, und nach dem ohrenbetäubenden Triumph Gerhard Schröders wird nun von Tag zu Tag deutlicher, auf die Zweitstimme kommt es an. Lasst uns die neue Zeit beginnen, die besten Song gewinnen, niemand... Ja, und die Gelegenheit konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Die ganzen Wahlversprechen beginnen sich zu rächen, doch das allein kann so schlimm noch nicht sein. Schlimmer, keiner wagt es und geht zu ihm und sagt es, dass dieser Mann nun sowas von gar nicht singen kann. Danke, Gerd, jetzt weiß er's und er geht zum Glück. Doch typisch Oskar, er kommt jedes Mal zurück. Voll Angst fragt jeder, was hat er vor? Und die Partei, die singt im Chor. Schon nach den ersten 14 Tagen waren wir nicht zu ertragen. Niemand hält uns jetzt noch auf. Wir haben gerade angefangen, ist alles schief gegangen. Niemand hält uns jetzt noch, niemand hält uns jetzt noch aus. Wir ziehen brav den Schwanz ein. Der Oskar schwingt das Tanzbein und das belegt, dass sich doch was bewegt. Er kommt kaum zum Fuschenhaufen, wir sind ein toller Haufen. Und Oskar, oh wie fein, sucht seinen heiligen Schein. Wir konnten spüren, wie der Wind sich dreht. Nur blöd, dass er seitdem von vorne weht. Der Sturm bläst heftig übers rote Revier. Und Otto Schelly spielt dazu Klavier. Die neue Mitte war der Köder, da lacht sogar der Schröder und Rudolf Scharping rastet aus. Wir hatten so vieles in Planung, doch leider keine Ahnung. Niemand hält uns jetzt noch, niemand hält uns jetzt noch aus. Wir leben ja bekanntlich in einem freien Land.
Wenn zum Beispiel ein braver Bürger in Deutschland kriminell werden möchte, dann nimmt er einfach ein Strafgesetzbuch zur Hand und sucht sich das Verbrechen seiner Wahl aus. Nicht? Also zum Beispiel Körperverletzung, Volksverhetzung, Unfallflucht, Drogensucht, Bankraub, Meineid. Ja? Verbrechen sind also genügend vorhanden. Es reicht wirklich auch in Zukunft für jeden. Vorausgesetzt natürlich, dass man der heranwachsenden Generation das geeignete Vorbild abgibt. Denn Sie wissen ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ob das nochmal losgeht? Erstmal schönen guten Tag. Das nur weniger. Also wir, meine Frau und ich, nicht wahr, wir suchen den Jungen. Ja, Name? Erwin und Elvira Meyer. Name des Jungen meine ich natürlich. Wieso natürlich? Natürlich ist ganz was anders. Können Sie mal sagen, was natürlich ist? Natürlich ist, wenn aus dem Hühner ein Huhn kommt und keine Jans, das ist natürlich. Erwin, bitte. Schnauze. Also, bitte, wie heißt Ihr Junge und seit wann wird er vermisst? Heißen tut er Egon und vermisst wird er weniger. Er ist eben weg. Ja. Sein Alter? Sein Alter bin ich. Jedenfalls möchte ich ihr das geraten haben. Ja, bitte. Klasse. Ja, ja. Also, bitte, wie alt ist Ihr Sohn jetzt? Was? Aber vielleicht macht Thomas mal auf. Ja, natürlich. 15,5. Ja. Haben Sie ein Foto dabei? Wozu? Ich meine, zurückgeblieben ist er ja, aber so wie am ersten Schultag sieht er nur da nicht mehr aus. Nein, sieht er nicht mehr aus. Also das letzte Foto ist vom ersten Schultag? Das sagte ich doch gerade, oder? Na, da gab es noch ein Foto, da war er 12. Ja, das wäre schon besser. Ja, das habe ich meiner Mutter geschickt. Na, da warst du ja wieder sehr hilfreich. Gut, also dann bitte jetzt Augenfarbe. Braun, würde ich sagen. Blau, hellblau. Ja, also blau-braun. Ja, ja. Gibt's ja nicht. Also wieder nur. Was? Schreiben Sie braun und hin und wieder auch blau. Also, Egon Meyer, 15 Jahre, vermisst seit... Wir suchen ihn seit einer Woche. Ja, das passt gut, weil wir suchen ihn nämlich auch schon. Ja, das sehe ich seit eben. Nee, seit 5 Tagen und zwar wegen Körperverletzung und Raub. Was? Ausgeschlossen? Sie hätten mal statt nach der Augenfarbe nach dem Körperbau fragen sollen. Körperbau ist nämlich Marke kümmerlich, klein und sperrig. Nie hat er sich geprügelt. Nein, nie. Immer bloß abgehauen. Abgehauen, ja, abgehauen ist er in dem Fall auch. Aber vorher hat er noch einer alten Frau die Handtasche geklaut und sie dabei zu Fall gebracht. Was, die Handtasche hat er unterfallen lassen? Die alte Frau ist dabei hingefallen und hat sich das Bein gebrochen. Ja, so ist das nun mal mit den alten Knochen. Kaum angetippt, gehen sie schon zu Bruch. Dieser Hirni. Was? Dieser Idiot. Alte Oma, Handtasche. Und ein Portemonnaie mit 4,50 und eine Lauserhake und ein Fläschchen Eau de Cologne. Also, nur mal langsam, Herr Mayer. Also, auf die Höhe der Beute kommt's ja wohl... Also, nur mal schneller, Polizist. Jetzt finden Sie mal diesen Trottel. Dann bringen Sie ihn her. Dann können Sie gleich wieder mitnehmen und neben die alte Oma ins Bett lehnen. Erwin, bitte. Schnauze. Also, wollen Sie damit einfach ausdrücken, dass Sie vorhaben, Ihren Sohn bei seiner Rückkehr krankenhausreif zu schlagen? Was schlagen Sie denn vor, Mann? Soll ich vielleicht ein Lamm schlachten und eine Party veranstalten, wie dieser Bibelfuzzi da mit seinem missratenen Sprössling? Also, wenn Sie sich so ausdrücken, können wir Ihren Sohn natürlich überhaupt nicht zu Hause abliefern. So können Sie nicht. Nee. Das werden wir dann schon sehen, was Sie können und was Sie nicht können. Vor allen Dingen können Sie mich mal. Also, und jetzt gehen Sie mal los und kommen in die Strümpfe und suchen diese Fehlentwicklung. Komm, Elvira, wir gehen. Na, Moment mal, Sie können gerne gehen mit Ihrer Frau. Möchte ich gerne noch ein paar Worte reden, ja? Augenblick mal. Sie glauben doch nicht, dass ich Sie und meine Frau alleine lasse, damit Sie der dummen Gans jede Menge Falschaussagen unterjubeln können. Erwin, bitte. Also bitte verlassen Sie jetzt den Raum, ja? Bitte verlassen Sie den Raum. Gehen Sie doch, wenn Ihnen meine Gegenwart lästig ist. Ja, bitte. So, hier, bitte. Loslassen! Verdammt nochmal! Loslassen! Ihr bewaffneten Arschlöcher! Mein Gott, Erwin! Ja, Frau Meyer, Ihr Sohn ist ja nun leider straffällig geworden. Jetzt erklären Sie doch mal, wie konnte es bloß dazu kommen?
Die Bemühungen um ein Bündnis für Arbeit treiben immer buntere Blüten. Die neueste Idee einiger echter Arbeitgeber besteht darin, Maschinen wieder durch Menschen zu ersetzen. Ja, also wir demonstrieren das mal an dem wunderbaren Beispiel eines Studenten, der in einem Großkino als Telefoncomputer arbeiten darf. Dafür bekommt er zwar nur lumpige 5 Mark Stundenlohn, ist aber mit 10% an den Telefoneinnahmen des Unternehmens beteiligt. Ja, und so entwickelt sich dann fast zwangsläufig eine ganz spezielle Bindung zum ahnungslosen Kunden. So. Kino-Hotline, ja. 24-stündiger automatischer Ticketbestellservice. Ja, wollen wir mal sehen. Oh, Herr Hempel. Herzlich willkommen im Mega-Cine-Kinodom. Ja, Tag. Haben Sie über diese Nummer schon einmal Karten reserviert? Antworten Sie bitte nur mit Ja oder Nein. Ja, ich weiß nicht. Schatz, haben wir hier über die Karte schon mal... Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte antworten Sie nur mit Ja oder Nein. Ja oder Nein. Sprechen Sie bitte klar und deutlich und warten Sie bitte unbedingt den Signalton ab. Das ist ein Biebton. Ein was bitte schön? Ich bin Felix, Ihr automatisches Reservierungssystem. Ich helfe Ihnen bis zu 4 Tagen im Voraus, Kinokarten zu reservieren. Nee, heute will ich. Verstehen Sie? Heute. Heute, ja? Worauf müssen Sie bei mir achten? Keine Ahnung. Ich kenne nur die Begriffe Ja und Nein. Ach Gottchen. Und die Ziffern 0 bis 9. Nach jeder meiner Fragen hören Sie ein Signal. Das ist ein Biebton. Das ist ein Biebton. Sprechen Sie immer erst danach. Wenn Sie Kinokarten reservieren möchten, antworten Sie nach dem Ton mit 1. Mit was? Ich denke, ja soll ich sagen. Ich habe Sie nicht verstanden. Oh Mist. Bitte wiederholen Sie Ihre Antwort. Ja, 1. Bitte antworten Sie nach dem Ton. Ja, ach so, ja. Oh nein. Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte wiederholen Sie Ihre Antwort. 1. 1. Sie möchten Kinokarten reservieren. Na, endlich, ja. Haben Sie eine Mega-Cine-Kino-Dom-Service-Club-Card? Eine was, bitteschön? Antworten Sie bitte mit Ja oder Nein. Ich weiß nicht. Schatzi, haben wir hier so eine Cine-Mine-Dings-Bums da? So eine Cine-Mine? Wie lauten Ihre 3 persönlichen Endziffern? Meine was, bitteschön? Sprechen Sie jeweils nach dem Ton. Also ich hab gar keine. Das ist aber auch eine Scheiße. Ich habe Sie nicht verstanden. Das kann ich mir denken, ja. Bitte wiederholen Sie die Zifferneingabe Ihrer Megacine Kino Dom Service Club Card. Du blöde Stück! Ich hab gar keine Lust mehr, verstehst du? Du kannst mich mal, verstehst du? Ich habe Sie nicht verstanden. So was Blödes, Mensch, du Armleuchter, du Computerarsch hier. Felix, ja? Ich bin Felix, Ihr automatisches Verarschersystem, nicht? Ein bedauernswerter Sprachkrüppel, was? Du Scheiß, du. Hallo? Wohl Choleriker, was, Herr Hempel? Oh Gott, er kennt mich. Die Armleuchter. Computerarsch! Also ganz ruhig, Hempel, ganz ruhig. Also die kriegen dich nicht. Also du willst nur Kinokarten bestellen, das ist nicht schwer, das ist ganz einfach, weiter nichts hier. Du musst dir nur Nummer wählen, nicht wahr? Und dann macht es. Dude! Und dann sage ich ganz einfach. Herzlich willkommen. Ja, ich will gerne mal Kinokarten bestellen. Ja! Ja! Wenn Sie Kinokarten bestellen möchten, dann antworten Sie mit Ja. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte antworten Sie nur mit Ja oder Nein. Ja, ich weiß, also spart ihr den Sinn. Und warten Sie bitte unbedingt den Signalton ab. Das ist ein Biebton. Ja! Na also, warum denn nicht gleich so? Ja. Was soll denn das? Hallo? Warte mal, was soll das heißen? Was soll das heißen? Für welchen Film möchten Sie Kinokarten reservieren? Ja, für den Film. Kennen Sie die Filmnummer? Hier, der Telefonsexvertreter.
Wenn Sie die Nummer Ihres Films kennen, antworten Sie nach dem Beep mit 1. Ja, die Nummer hier, die kenne ich. 1. Sie haben gewählt Film Nummer 1, das kleine Arschloch. Passt gut zu Ihnen. Nein, du, was soll ich? Die Nummer heißt 4. Ich habe doch nur 1 gesagt, weil... Ist dies der Film Ihrer Wahl? Nein! Ich sage ganz klar Nein und nicht Ja. Herzlichen Dank. Für die Bestätigung. Nein! Wie viele Karten möchten Sie reservieren? Gott, noch mal. Also Felix hilft Ihnen. Wenn Sie 1 bis 2 Karten reservieren möchten, sagen Sie 1. Wenn Sie 3 bis 10 Karten reservieren möchten, sagen Sie 2. Es sind für meine Frau und mich 2. Danke für die Bestellung. Felix freut sich, für Sie reserviert zu haben. 10 Karten für das kleine Arschloch. Heute um 17 Uhr. Das war ja schon vor einer Stunde, wenn es geht. Gesamtsumme Tickets DM 180. Gesamtsumme Telefonticket Bestellservice 78,20 Mark. Soll Felix diese Beträge von Ihrem Konto abbuchen? Herrgott, nochmal! Was habt ihr euch getan, ihr Schweine? Dankeschön. Mein Herz, ich Anfall. Ich brauche dringend Hilfe. Ich bin Sanitäter. Hilfe, Hilfe. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, hallo, ich brauche dringend... Ich bin Sani, der automatisches Rettungswagen-Reservierungssystem. Ich brauche dringend Ihre... Ich habe Sie leider nicht verstanden. Bitte antworten Sie nur mit Ja oder Nein. Immer mehr Menschen, liebe Zuschauer, leiden an Stress. Dabei gibt es doch jetzt Zeitberater. Ja, Zeitberater. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass wir die Zeit fürs Fitnessstudio einsparen könnten, wenn wir nur auf einem Bein stehen, während wir uns die Zähne putzen. Ja, aus solch bahnbrechenden Erkenntnissen ist ein regelrechter Marktzweig entstanden. Manch einer leistet sich bereits einen persönlichen Zeittrainer, andere nehmen vorlieb mit dem Ratgeber aus dem Buchclub. Also, ich weiß es einfach nicht, verstehst du? Ich weiß es nicht. Also. Jünter, jetzt denk doch nicht so fülle nach. Füllet einfach aus. Ja, füllet aus. Ich weiß einfach nicht, wie lange ich pro Tag hier mit der Verwandtschaft kommuniziere, verstehst du? Du bist ja die Quasselstrippe hier. Dann nimmst du eben ein außerkräftigen Minutenrichtwert. Was mach ich? Ach, du füllet doch einfach aus. Ja, füllet aus. Ich will eine halbe Stunde zum Kegel. Ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Also. Ja, eben. Das ist es ja gerade. Nie hast du Zeit für irgendwas. Immer bist du gestresst. Und warum? Weil bei dir was nicht stimmen tut. Sag mal, Hilde, warst du etwa wieder in diese Frauengruppe? Nein, ich habe das gelesen. Hier. Bei dir stimmt nicht dein Dings. Na, dein Dings, dein Zeitmanagement. Ja, du musst deine Zeit besser in den Griff kriegen, Jünter. Und das kannst du eben nur, wenn du entkommst. Entkommst? Wem soll ich denn entkommen? Dir? Also. Nein, die Beschleunigungsfalle. Entschuldige, wie redest du denn? Minutenrichtwert, Zeitmanagement, Beschleunigungsfalle? Was ist denn das für eine Schwarte? Sei mal her hier. Was? Den Zeitdieben auf der Spur? 7 Schritte zum erfolgreichen Selbstmanagement. Hilde. Wir waren noch mal so glücklich. Kannst du nicht einmal wieder die Bunte lesen? Jünter, jetzt füllet aus. Und vergiss nicht, dass du reservieren musst. 60 Minuten für Unvorhergesehenes. Unvorhergesehenes? Was ist denn das nur wieder? Ja, wenn eine S-Bahn streikt oder wenn das Klo verstopft ist oder wenn du plötzlich leidenschaftlich wirst. Leidenschaft halt doch schon hier unter Familienleben. Hier, habe ich hier eingetragen. Hier. Ja, wirklich? Ja. 3 Minuten. Drei Minuten? Ich kann mir ein bisschen Luft gelassen beim geschätzten Richtwert. Und was kommt nun raus bei deinem Zeitverwendungsprotokoll? Bei meinem Zeitverwendungs... Also, ich verwende pro Tag an Zeit 29 Stunden. 29 Stunden? 29,5, um genau zu sein.
Aber Günther, das ist über das Limit. Der Tag hat doch nur 24. Na, vielleicht bin ich deswegen so gestresst. Also. Nein, du bist nicht richtig organisiert und das stresst da. Na, hier hat es doch schwarz auf weiß. Ich habe mehr Beschäftigung, als der Tag Stunden hat. Vielleicht schläfst du ja zu lange. Nee, ich schlafe nicht zu lange. Ich brauche meine 10 Stunden. 10 Stunden, das kommt ja einer Endlagerung gleich. Kick mal, hier steht Napoleon, ja? Was, Napoleon? Der Napoleon hat nur 4 Stunden geschlafen. Der Napoleon war ja auch nur 1,49 Meter groß. So ein kleiner Körper regeneriert doch auch viel schneller. Ja, aber Napoleon seine Nachtschlafregel. Nachtschlafregel? Was ist das wieder für eine Scheißregel? Also 4 Stunden für Männer, 5 für Frauen und 6 für Idioten. Das ist doch wohl unerhört. Ja? Also, ich lasse mich doch hier nicht von einem verstorbenen korsischen Zwerg loben, der auch noch Waterloo verloren hat, von dem lasse ich mir noch nicht vorschreiben, wie lange ich in der Koje zu liegen habe. Diese alte Zwerchmütze da. Trotzdem musst du besser organisieren. Na, kick doch mal bloß deinen Schreibtisch an. Was ist denn jetzt mit dem Schreibtisch? Außer, dass der 1,5 Meter zu hoch ist für Napoleon. Du müsstest einfach mal Ordnung schaffen. Na, wie denn? Nach der 4-Quadranten-Methode. Ja, beziehungsweise nach dem Präsident-Eisenhower-Prinzip. Also Napoleon, Eisenhower, also wenn es so weitergeht, Hilde, dann fängst du dir heute noch eine. Und zwar nach dem Ernst-Aulus-Prinzip. Ja, damit das klar ist. Also wirklich. Günther, das ist doch ja nicht so schwer. Versuche doch vielleicht mal mit der Alpenmethode. Sag mal, Hilde, hast du eine Sehstörung? Ich arbeite bereits nach der Alpenmethode. Hier, Berge über Berge, seit Jahren schon. Das ist doch eine. Und hier, die unbezahlten Rechnungen, ja? Das ist das Matterhorn. Das ist eine Abkürzung. Matterhorn ist doch keine Abkürzung. Nee, aber Alpen, hier. A steht für Aktivitäten schriftlich festhalten, L für Länge schätzen, P für Pufferzonen reservieren, E für Entscheidungen treffen und N... Ja, für nachlassende Nächstenliebe, ja. Nein, Nachkontrolle. Ich glaube, die haben sie ins Gehirn gepuffert. Also ich gehe jetzt kegeln. Unser Gespräch ist 10 Minuten über den Richtwert. Na, sag mal. Und während ich weg bin, kannst du vielleicht mal überlegen, was eigentlich mit deinem Zeitmanagement los ist. Wieso denn das? Na, ich sage nur Küche. Wie jetzt Küche? Wieso bin ich eigentlich der einzige Mann auf der Welt, der sich jeden Abend... Ja, was? ...de Fertigmenüs unter der Achselhöhlen auftauen muss? Die Deutschen sterben aus. Neue Statistiken haben ergeben, dass deutsche Familien im Schnitt nur 1,2 Kinder haben, dafür aber 1,8 Autos. Das heißt, wir finden inzwischen den Straßenverkehr interessanter als den Geschlechtsverkehr. Dabei ist der Straßenverkehr unter Umständen viel gefährlicher. Als nächstes wird aufgerufen der Fall Lünebach. Hallo, schönen Tag auch. Also, Herr Lünebach, Sie sind Fernfahrer und... Ja, was soll das? Alte Fernfahrerkrankheit, wa? Wenn du erst mal so 20 Jahre auf dem Brummi gesessen hast, kannst du nicht mehr so ruhig da sitzen, nicht? So, also. Hören Sie jetzt auf damit. Gut, stell ich den Motor ab. Also, Sie sind angeklagt, mit Ihrem LKW mit über 140 Stundenkilometer gegen einen Baum gefahren zu sein. Also, um das mal klarzustellen, das stimmt nicht, wa? Der Baum ist sozusagen gegen mich gefahren. Und zwar ohne Licht und mit überhöhter Geschwindigkeit. Herr Lünebach. Sie waren mit 40 halben Schweinen unterwegs von Flensburg nach Malaga. Genau. Wir haben Ihren Fahrtenschreiber ausgewertet. Demnach waren Sie zum Zeitpunkt des Unfalls 72 Stunden nonstop unterwegs. Hat mich auch geärgert, so ein blöder Unfall direkt am Anfang von der Schicht. Also. Blöd. Das heißt, Sie haben 72 Stunden am Steuer gesessen und nicht geschlafen? Natürlich habe ich geschlafen. Ja. Und wo? Zum Beispiel in Karlsruhe. Und wie lange? Bis Basel. Und dabei haben Sie nicht angehalten? Ja, konnte ich ja nicht. Ich hatte ja den Backstein aufs Gaspedal geklemmt, verstehst du? Herr Lünebach, außerdem hat die Alkoholkontrolle ergeben, dass Sie 3,4 Promille hatten.
Blödsinn, also bei dem Test war bestimmt das Röhrchen kaputt. Ja, das fühlte sich schon so komisch an, also. Sie haben ja auch nicht in das Röhrchen gepustet, sondern in den Finger des Polizisten. So. Eins steht jedenfalls fest, Sie haben Alkohol getrunken. Na gut, aber nur um den Nachgeschmack loszuwerden. Welchen Nachgeschmack? Den von den Aufputschmitteln. Herr Lünebach, wenn man getrunken hat, gehören die Hände nicht ans Lenkrad. Na, die hatte ich auch nicht am Lenkrad. Die hatte ich auf dem Beifahrersitz an meiner Freundin. Ein bisschen am Radio spielen. Ne? Auf jeden Fall konnten Sie auf Erlangen Ihren Führerschein nicht vorzeigen. Na wie denn auch? Den kriegt er erst in 3 Monaten zurück. Und wieso bitteschön fahren Sie dann ohne Führerschein? Na, dazu wäre ich doch quasi gezwungen. Ja, von wem? Na, vom Schweinesystem. Ja, welches Schweinesystem? Die 40 halben Schweine, die müssen doch jede Woche nach Malaga. Ja, wieso? Haben die in Malaga nicht selber Schweine zum Essen? Meister, die werden in Malaga nicht gegessen, die werden da zerlegt. Und dann fahren sie weiter nach Norwegen. Ach, und da liefern sie die ab? Nee, da werden sie verpackt und gestempelt und dann fahren sie weiter nach Griechenland. Ja, und dann? Und von da aus fahren sie zurück nach Deutschland als Gyros. Das ist doch ein eklatanter Unsinn. Genau, eklatanter Unsinn, abgekürzt EU. Also, Herr Lünebach, auf jeden Fall werden Sie für Ihre Vergehen so bestraft, dass Sie so schnell nicht wieder den Verkehr gefährden. Die Strafe können Sie vergessen, Herr Richter. Warum sollten Sie schaffen, was sich meine liebe J geschafft hat? Wieso? Na, haben Sie die Bibel gelesen? Erstes Buch Moses. Der Herr strafte die Menschen mit der Sintflut. Aber die Laster blieben trotzdem. Die moderne Kommunikationstechnologie schreitet immer weiter voran. Vor allem der Computersektor überrascht uns täglich mit Innovationen und hyperspeziellen Trends. Für den interessierten Laien bleibt da oftmals nur ein letzter Ausweg: das informative Gespräch mit dem freundlichen Fachverkäufer. Ja, was denn? Wieso ist die nicht integriert, du Arschbacke? Ich habe gesagt, integrierte Grafikkarte. Und zwar 64 MB. Setz dich! Und wenn die Dinger morgen nicht drin sind, dann zieh dich höchstpersönlich durch einen Flachbrettscanner, verstanden? Verfluchte Scheiße. Ich sah optimale Auflösung. Kommt ihr mir mit einer 030er Lochmaske? Ja, Sachen gibt's manchmal nicht. Okay, tell me. Was? So, ja, es geht nämlich um Folgendes. Ich möchte gerne einen Computer kaufen. Sage mir, wer du bist. Und ich zeige dir deinen Rechner. Ach so, ja, gern. Also ich bin Heinz Schneider. So, jetzt hör mal gut zu, du Scherzkatz. Hör mal gut zu. Du bist hier im Compu-Shop, ja? Und Computerkauf ist ein verdammt schmerzvoller Vorgang. Wie eine Geburt, ist das klar? Wie eine Geburt, klar. Schön. Ich muss eine Ermittlung machen. Ach je. Ist was passiert? Eine Typenermittlung, Schneider, computergestützt. Und dazu werde ich dein Innerstes nach außen krempeln, verstanden? Ich fürchte ja. Nur keine Panik. Wenn du hier ordentlich mitziehst. Ja, dann. Dann kommst du als Fremder und gehst als Freund. Wirklich lieb von Ihnen. Ich meine, was sollt ihr hier einen komfortablen TFT-Flachmonitor andrehen, wenn ihr nachher grafiklastige Programme laufen lässt? Eben, ja. Dann nimmst du da besser gleich eine herkömmliche Röhre. Oder, Schneider? Wahrscheinlich, ja. Na also. So, was hast du denn vor? Ich im Moment nichts Besonderes. Also. Mit dem Rechner, du Scherzkeks. Bist Einsteiger, stimmt's? Ja, was heißt Einsteiger? Ich bin halt noch nicht so... Ja, was denn jetzt? Kannst du Office-Anwendungen? PowerPoint, Word, Excel? Hexel? Und CDs? Was läuft? Wie jetzt CDs? Was... Ja, willst du brennen?
ich brennen. Also. Ja, hast du noch nie einen Rohling gesehen? Doch einige. Ja, bitte. Wie sieht's denn online aus? Mailen, chatten, shoppen? Also ehrlich gesagt, wir hatten so eine alte Typenrad-Schreibmaschine, aber da... Da hat sich das Farbband verheddert. Oh, Farbband verheddert. Hat sich so ein bisschen verheddert? Also ist gut, Schneider, ist gut. Ist gut, Schneider, ist gut. Ja. Und? Hast du den Markt sondiert? Den Markt, ja, es geht so. Ich hab gesehen, die hatten bei Chibo neulich sehr preisig. Du machst keine Scheiße mit mir, Schneider! Okay. 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 Okay, okay, okay. Na los, tell me. Was hast denn für Vorlieben? Spezielle Spielchen? Spezielle Spielchen? Naja. Hast du eine Konsole zu Hause? Eine Konsole? Ja, eine Konsole. Sega, Sony, Nintendo. Nee, wir haben Einbauschränke. Aber ich kenne die Marken nicht. Also. Komm, Schneider, komm. Mir kannst du es doch sagen. Suchst du die schnelle Nummer oder bist du ausdauernd? Na, wie lang kannst du? Über Stunden, bis dir die Augen glühen? Na komm. Was liebst du für Spielchen? Moorhuhn, Black and White, Siedler? Nimm mir so Rommi, Momo, kann das doch. Nee, was soll die Scheiße? Du bist kein Spieler, du bist kein Surfer. Was bist denn du für einer? Machst es dir etwa selber? Sag, wo bin ich denn hier? Mensch, ob du ein Bastler bist! Ein Bastler? Gott, ja, ich hab früher mal mit der Laubsäge so ein bisschen so... Mit der Laubsäge? Da gab's so ganz dünne Sperrholz. Da so ein bisschen so... so ein bisschen... Ja, Mensch, ich will wissen, ob du eine Basiskiste suchst. Eine Basiskiste? Ja. 700 Megahertz, aus der du durch Übertaktung alles selber rausholst. Ich? Sie wollten mir doch was raussuchen. Sag mal, hast du überhaupt einen Zugang? Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe ihn noch nicht so ganz gefunden. Zum Netz, du Scherzkeks. Ach so, zum Netz, doch, das schon, ja. Na ja, na also. Strom wäre da. Strom, Mensch! Aber nicht dieser neue Gelbe, ja nicht. Neue Gelbe. Ich rede vom Internet, du Knalltüte. Ja. Los, tell me, machst du Downloads? Die Dinger. Ja, oder besser mal so, ich hatte schon mal in Erwägung gezogen. Wie? Du hast noch nie was runtergeladen? Ich kann Ihnen sagen, ich habe in meinem Leben schon so viel runterladen müssen. Also. Aha, also Multimedia-Freak, ja? Ja, also Freak, also... Ja und, welche Medien? Foto, Video, MP3? Nimm mir so Super 8, Ritsch, Ratsch, Klick. Oh. Reicht's mir aber, du Flitzpiepe, du. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Ja. Gib jetzt deine Basics ein. Entschuldigung, ja. Super 8, Ritsch, Ratsch, Klick. Tut mir echt leid. Das gibt's ja nicht. Er hat tatsächlich was gefunden. Wirklich? Na los, tell me. Entschuldigung. Er empfiehlt dir ein Sondermodell. Ah ja? Mhm. Das macht dreidimensionale Laubsägearbeiten. Mhm.
Und kann so ja alte Farbbänder aufwickeln. Tatsächlich? Mhm. Und kostet nur 12,99. Oh, das ist ja super. Ja, habe ich aber nicht vorrätig. Ich musste selber abholen. Ja gut, und wo? Wo? Bei Tchibo, du Flitzpiepe. Dankeschön, danke, das war's für heute. Bleiben Sie uns gewogen und tschüss.